Hey ho, Leute! Willkommen! Hallo, Leute! Willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Wie viel von meiner Moderation war gerade in der Aufnahme? Ich hab keine Ahnung. Lass mal so stehen, Leute. Hallo! Ja, wir grüßen die Karte machen nochmal. Bringt uns euer Metall. Sehr vernünftig. Oh ja, sehr vernünftig, ja. Ich will mir noch weiter mit dem talken, der ist mir voll sympathisch. Ich sag dir, du bist sympathisch, ich will weiter mit dir reden und du riechst dich weg. Aufzug siehst du wie eine respektable Karte aus. Oh ja. Wir haben all die Zeit unter derselben Sonne gelebt. Stell sich das einer vor. Ja, du bist sehr interessant, aber doch irgendwie LW. Tschö. So, wir sind wieder auf unserer großen Nebenquest-Jagd. Hi. Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof, nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne. Spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsen, Jägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Okay, ich stehe hier, ja, Turm. Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Ich bin auch noch da. Hallo. Also, was? Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall rein. Die beachten uns nicht, die Dullis. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne, schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Wieder mal weg, ne? Genug! Genug! Tja. Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Kriegt ihr halt beides. Ihr seid wohl beschäftigt. Ja, sind sie. Warte, warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, gebt uns euer Metall. Ist okay, ist okay. Eine Langbeine und eine Schnappmaullinse, alles klar. Ich sollte mal hinkriegen eigentlich. Wühler? Was für ein Volk willst du damit anlocken? Ja, ist okay. Warum optional? Ach, wir brauchen nur eins davon. Ich nehme das, was näher ist, logisch. Ich meine, natürlich. Schnappmäule sind näher. Das trifft sich sehr gut, weil ich brauche noch ein Schnappmaulherz für meinen Schleuder. Für meine Seilschleuder? Ne, ist das Seilwerfer. Ja, yep. Seilwerfer brauche ich das. Schnapp mal ein bisschen schneller hier, ey Leute. Ein bisschen trainieren hier. Du musst mal ein bisschen auf Fahrt kommen, Mädel. Geht ja so nicht. Dann zieh dich doch mal an. Triebst von Fett und so weiter. Was liegt hier alles eigentlich rum? Okay. Ziemlich viel heilendes Zeug. Ne, Feuerbrennen muss ich nicht. Das ist heilendes Zeug. Ja, das nehme ich auch mit. Ja, das ist kein heilendes Zeug, das ist eigentlich nur Reinholz. So, da, da. Wir gehen da lang. Zu den lieben Schnappmäulern. Ich will auch ein Schnappmaulherz haben, verdammt. Damit wir unsere coolen Seilwerfer endlich kaufen können. Den Schattenseilwerfer. So, davon sind sie. Dann fangen wir wieder mal mit den Zersprengerpfeilen an und ballern dem mal die ganzen Waffen runter. Kann ich die eigentlich schon überbrücken? Eigentlich schon über Brücke, ich habe keine Ahnung. Komm mal her hier.
Mal testen, ob ich die überbrücken kann. Das wäre mir wirklich sehr angetan gerade. Ich kann sie überbrücken. Nice. Sehr schön. Okay. Nee, du bist nicht böse. Du bist freundlich. Du bist mein neuer Freund. So, du kannst den anderen mal fertig machen, bitte. Komm, wir gehen jetzt deinen Kumpel fertig machen da drüben. Guck mal da. Den machen wir fertig. Aua! Oh shit! Du machst den fertig, habe ich gehört. Und ich friere ihn ein. Hä? Wieso ist der zweite jetzt? Hä? Ich hab den überbrückt? Vielleicht muss man das in der Aufnahme ansehen. Warum ist der jetzt böse? Ich hab den doch überbrückt. Keine Munition, verdammte Scheiße. Kann ich mal wieder einfrieren hier? Okay, ich glaube, Eis ist auf den nicht ganz so effektiv, habe ich gerade das Gefühl. Nee, Eis ist auf den gar nicht effektiv gerade. Hallo! Pause! Scheiße, das war das Falsche. Das war die falsche Bombe! Ja, okay. Da bringt nicht sonderlich viel. Ich versuche mal Feuer. Ja, Feuer. Feuer ist das Werk der Stunde. Kriegst du auch nochmal Feuer? Und wenn wir schon dabei sind, kriegt ihr mal beide Feuer hier. Aua. Alter. Alter! Zwei sind übertrieben! So, das war's mit dir! Nein, geh weg! Jetzt kommt auch noch so ein kleiner blöder Plünderer hier daher! Nein, pfui! Alter! Ziehst du deinem kleinen Freund auch noch, oder wie? Geht auf den Wälder! Aua! Fuck you! Ach, Mann! Du kleiner... Pisskopf! So. Jetzt kommt da noch so ein kleiner Wichser, Mann! Heil dich mal, Aloy. Alter! Nee, ernsthaft? Wo kommen die fucking ganzen Plünderer her? Werden die von den Schnappmäulern hier ausgekackt, oder wie? Alter! So! Das war es. Der hat ein Herz! Nee, nur ein leuchtendes Geflecht. Ja gut. Sehe ich das gerade richtig, dass wir... können beides sammeln. Wir können auch eine Langbeinlinse sammeln. Ja okay, dann holen wir auch eine Langbeinlinse. Ich meine, wieso nicht? Holen wir auch eine Langbeinlinse, ist okay. Ganz Kühlsaft nehmen wir auch mit. Pack das mal in deine nicht vorhandene Tasche, Aloy. So. Schnapp mal Herz! Ja! Nice! Nee, brauche ich nicht. So. Pony, Fuß! Komm! Wir haben Arbeit! Unser Medizinbeutel leidet gerade, kann das sein? Ja, unser Medizinbeutel ist sowas von im Arsch. So, dann haben wir jetzt auch noch die Langbeinlinse, dann haben wir nämlich für beide etwas. Vielleicht gibt es bei dieser Nebenquest oder bei dem. Ja, das ist, glaube ich, eine Nebenquest. Oder ist es ein Auftrag? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein Auftrag. Vielleicht gibt es ja dann drei Enden, dass wir einem die Linse geben können, die andere Linse oder beiden eine Linse. Würde mich freuen, wenn wir dann beide haben und das sogar so ein Special End ist. So, Langbeine sind hier. Also, soweit ich weiß, kann man Langbeine schon überbrücken, ne? Ah ja.
Nee. Bevor ich geh weg. Ups! Nee, bin ich da, verpiss dich! Shit! Hallo! Ich will den überbrücken, verdammt! Ich will den tatsächlich überbrücken. Ja, komm doch jetzt runter hier! Das Problem ist, dass es scheiße viele sind. Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Hä? Ich sollte vorsichtig sein. Der kann uns nicht sehen. Okay, den will ich überbrücken. Ich dachte schon, der sieht uns. Hä? Wie konnte der uns sehen? Hä? Wie konnte der... Wie? Hat der ein Ortungssystem oder etwas in der Art? Wir dürfen uns hier nicht sehen, rein theoretisch. Komm her hier. Ich brauch deine Hilfe. Nicht du! Hotte Höhe. Bringt mir gerade sehr wenig. Mann, ich will den Seetal überbrücken. Das soll hierher kommen, verdammt. Aua. Wurde ich gerade ernsthaft entdeckt, weil der eine mich rausgeschüpft hat? Weil du mich rausgeschüpft hast? Nee, okay. Okay, der Breitkopf hält zwar nichts mehr aus, aber der macht seinen Job. Ich guck grad nur zu. Ja, komm her hier. Komm her, komm her, komm her. Ja. Ja, endlich. Haben wir es doch noch geschafft. Aber wir haben Zeit, keine Sorge, ey, Leute. So. Wir sind dann fertig mit der Welt. So, du machst das doch, oder, Großer? Aua! Alter, was? Ich kriege sogar ein Herz, siehst du mal. Nice. So, machen wir den auch noch schnell fertig. Wird er wieder aggressiv irgendwann? Das ist nicht gut. Er wird wieder aggressiv. Das ist nicht gut. Ich dachte, der wird nicht mehr aggressiv. Ich dachte, der ist jetzt immer unser Freund. Anscheinend nicht. Alles klar! So, Kratos, das ist ein guter Dienst erwiesen. Ich werde aber nicht ganz so getroffen, wie ich wollte. Das war's mit dem. Kehr zu den Händlern zurück. Jetzt haben wir schon Linse und alles, ne? Ja, okay, passt. Wir haben alles. So. Ich kriege das noch gut in der Folge hin, dann haben wir wirklich eine Quest gemacht in der Folge. Finde ich sehr schön. Das sollten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. So, mal voll heilen hier. Da sterben wir natürlich mit. Wir haben ja nichts. Dann unser Breitkopf hat wirklich gut was abgehalten. Der Breitkopf, der hat durchaus was gebracht. Also den kann man durchaus mal mit in den Kampf nehmen. Finde ich sehr schön. Hier liegt blaues Zeug, das nehmen wir mit. Aber bitte aus dem Weg gehen. Ja. Langbein. Leuchtendes Geflecht. Komm her, Mr. Breitkopf. Wir reiten zurück nach Hause. Aber nach Hause ist es eigentlich gar nicht. Haben wir eigentlich ein Haus? Wir sind eigentlich voll der Nomade geworden, habe ich so gerade so gefühlt. Ich meine, wir haben nicht wirklich einen Wohnsitz oder so. Ich meine, natürlich, wir sind die. Wohl, gehört uns jetzt eigentlich das Haus, wo wir mit Ross zusammen gewohnt haben? Gibt es dieses Haus noch? Das wäre mal für eine Special-Folge lustig, wenn wir das erkunden. Ob es das Haus mit Ross noch gibt.
Ich glaube sogar, dass es irgendwann mal die Rede war, dass es ein Grab von Rost gibt. Kann man das entdecken? Kann man da hin? Ist das vielleicht auf der Karte markiert? Warte mal. Das interessiert mich jetzt gerade. Hier soll das doch irgendwo gewesen sein. Hier sollte irgendwo Rost. Hier! Der Stein hier! Das, ich weiß, dass das hier Rosts Lager ist. Ist das Rosts Grab? Ist das Rosts Grab? Wenn ja, müssen wir da unbedingt mal hin. Denn wir haben bei der einen Quest nach der Erprobung. Wir haben eben noch verdorbene Zone. Für welches Level? Stufe 15. Lustig. Wir haben ja bei der einen Quest von der Urmutter. Haben wir ja quasi den Auftrag bekommen. Und da wurde uns ja erzählt, dass Rost ein Grab bekommen hat und so. Ich dachte, das wäre nur eine Farce und das ist. Okay, es gibt also das Grab wirklich. Da müssen wir da hin, da haben wir ja wirklich jetzt ein Jahr warten lassen oder so. Schön, okay. Sorry, Rost. Rest in peace. Wir müssen auf jeden Fall bei Rost vorbeischauen. Das heißt, sind wir ihm so schuldig. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Wie viele Wildtiere wir hier töten? Einfach nur, weil wir drüber laufen. Geil. Können wir auch über die drüber laufen? Hi. Wurde das die Geil, dass ich auf einer Maschine laufe? Hallo. Ich könnte die wirklich wegschupfen. Wie geil. Freut mich gerade ein bisschen. Da müssen wir wirklich notieren, damit ich das nicht vergesse, weil ich bin ein vergesslicher Mensch. Ich muss unbedingt bei Rosts Grab vorbeigucken. Wir sind darüber, ne? Ich sollte lieber von dem Ding absteigen. Komm, Ella. Go, 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 go. So. Königliche Maislande. Deswegen. Wir haben ja letztens das Maisfeld gesehen, glaube ich, in der letzten Folge war es. So, Leute, ich bin wieder zurück. Ich bin back in the game. Hey, hier ist eine Kiste. Eine Vorratskiste. Wir haben ja noch nicht genug Metallstellen. Da klauen wir natürlich von den Armen. Natürlich, was sonst? So, wo sind sie denn? Da drüben irgendwo. Wühler, bringt uns euer Metall. Hi. Wühler? Was für ein Volk. Sister, es gibt drei Optionen. Ich wusste es. Ich habe eine Langbeinlinse, ich habe eine Schnappmaulinse, ich habe beide Teile. Und wisst ihr was? Ich habe beide Teile. Ich habe euch beide Teile besorgt. Also, was sagt ihr? Ich kann wohl nicht nur die eine kaufen. Es wäre die falsche. Also gib der Jägerin die Scherben für beide. Natürlich, natürlich. Bitte sehr. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss. Der Preis, den du zahlen musst? Die Schnappmaulinse macht vielleicht gerade so den Verlust wieder wett. Ich mache keinen Verlust, Kohlenbrenner. Dir fehlt die Fantasie, um für Langbeinlinsen angemessen zu zahlen. Ich habe Fantasie. Wenn du mit diesem Schrott herumklapperst, denke ich an deinen Schädel. Ich finde die beiden geil. Betreiben, dass wir Klasse haben. Wir kriegen immer so viele bemerkenswerte Belohnungskisten. Wir müssen die mal öffnen hier. Schatzkisten, siehst du mal. Ist voll. Ist voll. Ist voll. Ist voll. Wir dürfen nie mehr Sprengfallen kaufen, das gibt's doch nicht. Wir dürfen echt keinen Sprengfall mehr kaufen. Ich will's doch nix. Nice, okay. Okay. Ich sagte, ein Metallhändler macht sich auch mal die Hände schmutzig. Da drüben ist ja noch eine Nebenquest. Okay. Du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die Vorräte ausgehen. Ja, labert hier ruhig mal durcheinander. Labert durcheinander, ist okay, ja. Ich krieg alles mit. Ich habe nur die besten Waren. Finde ich gut. Meine Familie könnte noch leben. So, jetzt sind wir hier. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Ich hab doch gesagt, ich komme zurück, hi. Sag mir, was mit deiner Familie ist. Vielleicht kann ich helfen. Du hast doch den Sonnenkönig gerettet. Du würdest helfen? Oh, es könnte zu spät sein. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Was für Maschinen? Kannst du das irgendwie beschreiben oder so? Was für eine Art Maschinen? Wo kamen sie her? Ein Verwüster. Bei der Sonne, was er angerichtet hat. Und es waren auch Wächter dabei. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubt es nicht.
Erzähl mehr über das Anwesen. Meinem Vater gehören Steinbrüche und er steckt alles in das Anwesen. Feine Teppiche, Schnitzereien, Silberwaren. Und was ist mit den Leuten? Natürlich. Nur ihre Leben zählen. Vater, meine Schwester und ein Dutzend Wachen und Diener. Ich hoffe, sie leben. Ja, wenn sie leben, werden wir sie retten. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh, danke. Oh, bitte. Pass auf. Die Maschinen sind tödlich. Ah, damit komme ich klar. Keine Sorge. So, wo müssen wir denn genau hin? Nee, nicht Questkarte. Was? Ach so. Verhängnisvolles Erbe, ne? Ja, verhängnisvolles Erbe. So, Karte. Jetzt sollte es leicht näher sein. Ja, ist ja nicht weit. Sollte man rein theoretisch hinkriegen. Ja, sollten wir hinkriegen. Sollten wir hinkriegen. Okay, nice. Überlassen derweil den Osseran? Ah, Leute. Sie werden ihm kurz auf die Finger hauen und dann wieder gehen lassen. Ach was, die werden schon lustige Sachen mit ihm machen. Keine Sorge. 300 Meter, ja, da kriegen wir auf jeden Fall easy hin. So Leute, ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge auf unserer kleinen Nebenquest-Jagd, die wir gerade durchführen. Ja, es wird auch mit der Hauptquest bald weitergehen, Leute. Da dürft ihr euch natürlich drauf freuen. Ja. Wie schnell die Folgen einfach vergehen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Schon wieder bei 21 Minuten. Das ist schön. Ich liebe dieses Spiel. Ja, konstruktive Kritik und so weiter, alles in die Kommis natürlich, ihr wisst, wie es läuft. Ja, und lasst eine Bewertung da. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zur nächsten Folge, morgen 15 Uhr Horizon Zero Dawn. Bis dann, Leute, tschüss.